Hallo, herzlich willkommen zu meinem Kanal, zu diesem heutigen besonderen Video. Denn heute haben wir einen besonderen Gast, und zwar die Silvia Grübel, meine liebe Kollegin, auch von Astrodings bekannt und natürlich auch von Neurodings. Sie ist psychologische Beraterin und auch die Erfinderin der Neurodings-Methode und eine Astrologin. Und heute als Fachmann oder Astrologin schaut sie für uns in diese kommende Quartal hinein, wie die Venus-Aspekte für die Liebe sind. Denn das ist für uns wirklich wertvoll zu wissen, ja, bezüglich Liebe, Partnerschaft, Seelenpartnerschaft. Liebe Silvia, wir freuen uns. Herzlich willkommen. Danke, liebe Valeria, für die Einladung. Gerne schaue ich für euch in die Sterne in Richtung zweites Quartal 2022. Die Sommersonnenwende ist ja astrologisch auch immer ganz ein wichtiges Ereignis. Und wir sehen uns nun im Speziellen die Venus an, was sie uns sagen kann in Bezug auf Liebe und auch karmische Verbindungen. Du siehst hier das Horoskop für die Sonnensommerwende 2022. Das ist ein sogenanntes Quartalshoroskop, errechnet für das Quartal, Sommerquartal des Jahres 2022. Und wir sehen uns im Speziellen die Venus an. Damit wir sehen, vor welchem Hintergrund die Venus strahlt, sehen wir uns den Aszendent an. Wir sehen hier Skorpion. Das bedeutet, dass wir in einer großen Transformation sind, kollektiv gesehen, also alle Menschen. Und es auch darum geht, wirklich etwas zu verändern. Es genügt nicht mehr, einen Teil auszutauschen, sondern es geht wirklich bei Skorpion um eine grundlegende Veränderung, darum, um etwas loszulassen, was nicht mehr stimmig ist, was nicht mehr passt, diesen Wandlungsprozess wirklich zu vollziehen, von der Raupe zum Schmetterling, um dann mit Leichtigkeit aus dem Ganzen hervorgehen zu können. Dadurch muss man eben durch einen gewissen Prozess, der ist hier angezeigt mit Skorpion, das hat viel mit Pluto in Drei dann damit zu tun, endlich das auszusprechen, was Sache ist, sich nicht mehr leiten lassen von negativem Denken oder nur mehr das zu sagen, was die anderen von einem hören möchten, sondern wirklich einmal hier den eigenen Weg zu gehen. Das Ziel von dem gesamten Jahr ist MC in der Jungfrau, das Wahrnehmen von Gefühlen und eine gewisse Kosten-Nutzen-Aufstellung zu machen über das eigene Leben, gemeinsam mit der Natur mitschwingen und das Beste aus diesem Wandlungsprozess herausholen. Auch der Umgang mit den eigenen Ressourcen und auch mit den Ressourcen der Welt ist ganz, ganz wichtig. Wir sehen uns die Venus an, die für die Liebe steht, für die Beziehung zu anderen Menschen, und bezeichnenderweise ist bei diesem Horoskop die Venus im siebten Haus, was wiederum das Du veranschaulicht. Das heißt, eine Ausrichtung auf andere Menschen ist wichtig, im Zeichen Stier Gruppen zu finden, Vereinigungen zu finden, in denen man sich wohlfühlt, angenommen fühlt, wo eine angenehme Stimmung herrscht. Und die Aspekte von der Venus, diese Linien zu anderen Planeten, sehen wir uns jetzt an. Die roten Linien bedeuten eher Herausforderungen und die blauen sind die Lösungen dazu. Es ist immer gut, wenn beides zusammentrifft, denn die Herausforderung gibt uns so ein bisschen einen Schub und das Bedürfnis entsteht, etwas zu verändern, weil es einfach nicht passt, weil es sich eckig anspürt. Und die blauen Linien sind die Talente und die Lösungen, die man ohnehin hat. Astrologie hilft jetzt, das zu übersetzen. Und ich gebe dir jetzt einige Beispiele und du kannst es gerne aufnehmen, was für dich passt, für deine Situation. Wir starten mit der Herausforderung. Venus hier im herausfordernden Aspekt zu Saturn im dritten Haus. Das sagt aus, dass man sich alleine fühlt oder innerhalb einer Beziehung alleine fühlt. Es zeigt ein gewisses Misstrauen an, eine Ablehnung des weiblichen Prinzips in einem selbst. Vielleicht ist man zu ernst in Liebesdingen oder ist der Meinung, man hat es nicht verdient, geliebt zu werden. Leicht möglich, dass man sich in aussichtslose Fälle verliebt, in jemanden, der gebunden ist zum Beispiel und diese Situation nicht verändern möchte. In jedem Fall gibt es Angst vor der Abweisung und es kann ein unterbewusstes Muster sein, dass man sich dann genau diese Personen aussucht, mit denen keine Beziehung möglich ist.
Das Ziel für das zweite Quartal 2022 ist in dieser Hinsicht, Blockaden diesbezüglich zu lösen, zu starre Glaubenssätze, zu starres Denken in diese Richtung zu verändern, um sich dann das Recht zu nehmen auf die Beziehung, die einen Halt gibt. Venus steht auch in schwierigem Aspekt zum Ziel dieses Quartals, zur Anpassung. Es geht eben darum, nicht sich selbst oder das Bedürfnis nach Liebe einem anderen Menschen anzupassen oder der Umwelt anzupassen, sondern umgekehrt die eigenen Ressourcen wahrzunehmen, sich selbst wieder besser zu spüren, um dann zu schauen, gibt es da überhaupt eine Lösung, damit man auf Augenhöhe eine Beziehung führen kann. Das ist dieser Lernprozess, der da in Gang kommt. Wir haben eine Hilfe dazu, hier diesen blauen Strich, das Trigon harmonisierend zu Pluto. Das sind immer Helferlinien, allerdings zu Pluto manchmal fraglich, weil Pluto selbst von seiner Energie her das Unbewusste, Unterbewusste darstellt, Verdrängungen darstellt und den Bereich signalisiert, wo man fremdbestimmt ist. Und das ist im Bereich der Gedanken und im Bereich der Kommunikation. Und daher gilt es, die Kommunikation zu wandeln, zu transformieren, sich zu trauen, das zu sagen, was sich für einen selbst richtig und authentisch anfühlt, anstatt den anderen nach dem Mund zu reden, sich nach der Beziehung zu richten, um dann nach einer Zeit wieder drauf zu kommen, dass da eine gewisse Schieflage vorhanden ist und dass man in der Form diese Beziehung nicht führen kann. Im Positiven, wer sich um diese Transformation kümmert und in diesen Veränderungsprozess einsteigt, hat es dann auch mit Liebesmagie zu tun. Das heißt, durch die Liebe wird man transformiert und gewandelt. Man sieht die Beziehung als Herausforderung, ist entschlossen, diese Tiefen zu erleben und sich selbst durch die Auseinandersetzung mit dem Partner grundlegend zu wandeln. So wie wenn der Partner ein Spiegelbild ist und man dadurch wertvolle Erkenntnisse hat, die einen selbst enorm weiterbringen. Das Ziel ist, Kontrollzwang abzulegen, Eifersucht aufzulösen und sich mit Hingabe leidenschaftlich, aber ohne Leiden auf die Beziehung einzulassen. Das Ziel ist, den eigenen Weg innerhalb der Beziehung zu gehen. Ein zweiter Helferaspekt für das Sommerquartal 2022 ist hier zu entdecken, der Neptun im vierten Haus. Und der steht dafür, einfühlsam zu lieben und voller Vertrauen. Die Voraussetzung dafür ist, sich selbst in dieser Form zu lieben und anzunehmen. Durch Liebe findest du zur Spiritualität. Und dadurch, dass du in einer anderen Schwingung bist, die Energie aus einem anderen Blickwinkel siehst, verstehst du den anderen ohne viel Worte. Romantik könnte man wieder mehr in den Vordergrund stellen in dieser Zeitqualität. Und man hat auch ein feineres Kunstempfinden und Geschmacksempfinden, dem nachzuspüren. Durch Musik zum Beispiel vom Geist der allumfassenden Liebe getragen werden. Du kannst dich ja auf die Suche machen, welche Musik würde das ausdrücken? Dieses Getragensein, dieses Weite, dieses Allumfassende. Das Ziel ist, tiefe Seelenverwandtschaft wahrnehmen, irreführende Trugbilder loslassen und wirklich auf das Gespür und auf die innere Führung vertrauen. Träume beachten kann hier auch sehr hilfreich sein, dass sie Botschaften aus dem Unterbewussten ins Bewusstsein bringen. Nun kommen wir zu den stärksten Aspekten. Die sogenannte Konjunktion, wenn zwei Planeten beieinander stehen, im selben Zeichen, im engen Kontakt. Da gibt es zu einem die Venus zur Pallas Athene, was bedeutet, dass es eine sehr gute Zeit dafür ist, sich von anderen Frauen inspirieren zu lassen, anstatt in die Konkurrenz zu gehen. Man kann die eigene Kreativität entdecken und ausbauen und ja, einfach mehr Kunst ins Leben hineinholen. Dadurch öffnen sich dann Türen und Tore auf kreative Art und Weise. Man übt das kreative Denken. Ziel ist es, die mütterlichen oder auch weiblichen Eigenschaften zuzulassen in einem selbst und diese mit Mut und Logik zu verbinden. Und das nennt man dann kreative Intelligenz. Der zweite Aspekt der Venus
hier zum aufsteigenden Mondknoten. Und der bringt diesen Karma-Aspekt mit hinein, auch ins zweite Quartal 2022. Bedeutet, dass du deine weibliche, feminine Ausstrahlung als Potenzial erkennst und auch weiterentwickelst, anstatt dich am männlichen Prinzip auszurichten. Daher eine gute Zeit, um Frauenverbindungen zu pflegen, Freundinnen, Freundschaften. Und auch eine wunderbare Zeit, um künstlerische Wege zu beschreiten. Prüfe deine karmischen Verbindungen oder wo du so diesen Eindruck hast, karmisch verstrickt oder auch in angenehmer Weise karmisch verbunden zu sein. Prüfe diese Beziehungen auf Herzlichkeit. Ist die vorhanden? Und lässt sich diese Herzensverbindung auch im Alltag leben? Das ist deshalb wichtig, da diese drei Komponenten im Zeichen Stier zu finden sind. Und da möchte man gerne das materiell umsetzen, heißt also auf dieser Ebene, auf dieser Welt im Alltag leben. Das Ziel ist Sicherheit und gegenseitiges Entgegenkommen und dadurch den inneren Frieden zu erlangen. Liebe Silvia, vielen, vielen Dank für deine ausführliche Beratung hier oder auf deine Hinweise, was wir auch wirklich als wertvoll empfinden, denn das ist auch wirklich hilfreich zu wissen, wie sich das auch entwickeln kann. Natürlich könnt ihr auch gerne auch eine Kartenlegung als Medium von mir am Silvias Kanal auch anschauen, eine Tarotlegung für diese kommenden 3 Monate, für den kommenden Quartal, das verlinke ich euch, das findet ihr hier. Aber mich würde dringend interessieren, liebe Silvia, wie berätst du die Leute oder die Menschen, die zu dir kommen? Wie kannst du mit deinem astrologischen Wissen auch dabei helfen? Erzähl uns denn noch ein paar Worte dazu und ja, vielen Dank. Die astrologische Beratung oder die Astrologie allgemein ist ja ein sehr breites Feld mit vielen verschiedenen interessanten Themen. Und meist ist es so, dass man dann einen inneren Drang oder einen inneren Ruf verspürt. Man möchte sich Anregung holen von außen und dann melden sich die Leute bei mir. Die Zeit ist dann meistens auch sehr stimmig und dann ergreift man auch die Chancen und hat die Offenheit auch wirklich, das im Gesamten wahrzunehmen, was wir besprechen. Man ergreift dann die Chance und meistens bringt man konkrete Fragen mit oder Themen, die man besprechen möchte. Allerdings ist es so, dass das Horoskop zu dem Zeitpunkt, wo die Beratung stattfindet, ja ganz klar in einer Zeitqualität stattfindet und die spiegelt dann das, was im Jetzt wichtig ist, das, was jetzt ansteht. Das analysiere ich dann heraus und wenn eine Problematik ansteht, ist auch immer die Lösung enthalten, die ich dann herausanalysiere und die wir gemeinsam besprechen. Die Analyse findet über Zoom statt. Das ist ein 1:1 Gespräch online und auf Wunsch wird es aufgezeichnet und ich sende das Video dann zu. Das hat den Vorteil, dass man nachher dann noch einmal hineinhören kann, hineinsehen und zu einem späteren Zeitpunkt einfach Dinge wieder heraushören kann, die man beim ersten Mal nicht erfasst hat. So profitiert man dann längere Zeit davon. Ich sehe mich als Dolmetscher, als Übersetzer der kosmischen Sprache für die Menschen, damit das Ganze, was uns die Zeitqualität anzeigt, auf der Erde und im praktischen Leben umgesetzt werden kann.